Hallo und herzlich willkommen zurück bei Pokémon Ultrasonne in unserer Wedlock Challenge, wo wir uns immer noch im Canyon von Pony befinden und immer noch auf der Suche nach einem Leuchtstein sind. Denn Shibiusa soll ja irgendwann mal ein Roserade werden. In dieser Challenge vielleicht nicht mehr, aber ja, auf dem Weg hierhin haben wir natürlich da vorne wieder eine Trainerin, die wir heute wieder machen werden. Team sieht momentan folgendermaßen aus. Kirito ist Level 49, alle anderen sind schon über 50 oder 50. Was mich ziemlich beruhigt, weil ich glaube, Ultra Necrozma hat auch irgendwas mit 50, ne? Ist das nicht Level 50? Kann auch sein, dass es Level 60 ist, aber naja, dann werden wir vorher wahrscheinlich noch ein bisschen trainieren müssen. Aber es dauert ja auch bis dahin noch etwas. Und Kirito wird ja auch bei Level 50 sein. Und dann ist es auch endlich offiziell legit ein Duodino. Vorher war er das nicht. Also vorher ist er das nicht, weil Kapuno entwickelt sich erst mit Level 50 zu Duodino und wir haben Duodino aber schon vorher gefangen. Ist ja auch egal, es geht weiter. Wir müssen die da vorne vermöbeln. Hallöchen. Ich muss einen Trainer zusehen, um genau zu wissen, wie stark er ist. Oh, wir sind super stark. Wir sind stark und bereit, dich zu vermöbeln. Ass-Trainer Becky mit drei Pokémon. Kramurx und Porenta. Warum müssen es immer Flug-Pokémon sein hier? Was soll das? Da kann Asuna nicht viel machen. Geht nicht. Und die haben immer Schmarotzer, die ganzen Pokémon hier. Oh, Verhöhner. Okay, das nehme ich. Akrobatik. Offenlegung. Oh no. Siehst du, ich sag ja, die haben immer Schmarotzer hier alle. Das ist total nervig. Reicht's, um Porenta rauszunehmen? Leider nicht. Koriogel! Das rote Koriogel. Oder das rosane. Ich weiß nicht. So. Diese Pseudo-Flug-Pokémon sind natürlich auch nicht unbedingt die beste Sache hier. Ich würde erstmal gerne Porenta rausnehmen. Ich denke, Koriokel wird jetzt sowieso Taumeltanz machen. Oder es macht Luftschnitt. Das muss jetzt wirklich nicht sein. Und hört doch mal jetzt auf Kirito einzudreschen hier. Sag mal, was soll das denn? Der arme Junge ist ja schon ganz außer sich. Arme Junge hier. Arme Kirito wird hier völlig platt gemacht. Kaum eine Chance, sich zu wehren. Wir haben auch nicht das beste Matchup vorne. Also eigentlich hätte ich hier mit Izumi und Shibiusa kämpfen sollen. Jetzt hör doch mal auf. Mann. Wobei Shibiusa ja auch nicht die beste Wahl gewesen wäre. Aber hey, die Flinkklaue wieder. So, Koriogel ist weg. Und wir haben wieder eine Trainerin besiegt. So muss das sein. Wow, dein Team ist ja der Wahnsinn. Ich muss ganz klar die Niederlage einräumen. Und ich muss mal wieder heilen. Ja, ich brauche bald neue Heil-Items. Kann das sein? Vor der Prüfung werde ich das auf jeden Fall noch machen. Aber Kirito ist bei Level 50. Leute, dann können wir auch die anderen Teams mal wieder ein bisschen intensiver einsetzen. TM80 Steinhagel. Hey. Yo. Ich
Ich hatte Hoffnung, Leute. Diese Hoffnung wurde mal wieder total zerstört von diesem Spiel. Hey, Duodino gibt's hier auch. Kirito, guck mal, dein Bruder oder Schwester, was auch immer. Das ist dein Bruder. Ich mag Duodino. Ich mag die ganze Entwicklungsreihe. Aber ich bin auch ein Drachen-Fan. Ich mag Drachen-Pokémon eigentlich immer. So. Auch wenn mein Favorite-Typ tatsächlich... Ich bewundere dich, Finn. Den Canyon von Pony zu durchqueren ist alles andere als leicht. Finde ich zumindest. Halt jetzt unser Team. Diese Brücke ruft mir unsere erste Begegnung ins Gedächtnis hin. Ich hatte Wölkchen an mich genommen. Doch mir fehlte das Selbstvertrauen, es zu beschützen. Ich war einfach nicht in der Lage. Doch das war mein altes Ich. Die Lilly von damals gibt es nicht mehr. Ja, das haben wir jetzt so langsam begriffen, dass du dich weiterentwickelt hast. Meine Güte. Und jetzt so, Brücke eingestürzt. Ist das jetzt eigentlich das Ende des Canyons? Alter, die Grammurkse, ey. Wie sie einfach an denen vorbeirennt. Finn, hast du das gesehen? Ich hab's ganz allein auf die andere Seite geschafft. Schön, toll. Tschüss, Grammurks. Eines Tages möchte ich werden wie du, Finn. Ich möchte an der Seite von Pokémon kämpfen und über mich selbst hinauswachsen. Ob ich schon so weit bin, diesen Schritt zu wagen? Und wie? Hihi, danke. Kommt da jetzt gleich die Prüfung? Und deine Pokémon sehen auch so aus, als könnten sie eine Rast vertragen. Danke. Aber keine Sorge. Ich habe nämlich genug Hypertränke, Beleber und Äther dabei. Nur in Sachen Topschutz könnte es vielleicht eng werden. Leute, da drin wartet die Prüfung. Oder auch noch nicht. Nee, doch noch nicht. Ja, hi, Aranestro. Ich finde es schön, dass hier so viele verschiedene Pokémon rumlaufen. Also ganz ehrlich. Dass wir den Wasserkopf hier auch noch treffen, das ist ja lustig. Silberstaub, was soll ich denn damit? Oh nein, eine Staubwolke, Leute. Ein Ultrigaria. Die hätte ich auch mitgenommen. Zack, zack, zack. Erstmal einen schönen fetten Drachenpuls drauf. Abschlag. Hat er erstmal mein Item, was ich nicht... Hat Kirito kein Item? Gebe ich ihm nämlich die Überreste. Warum hat Kirito kein Item? Das wäre die nächste Frage. Hä? Er hat doch die Scope-Linse. Und wir haben ordentlich... Sachen zum Verkaufen gefunden. Das finde ich gar nicht so schlecht. Noch ist übrigens ja, Flapterix ist in Ordnung. Ich muss Flapterix übrigens noch umbenennen. Weil das heißt ja immer noch Zorro. Doch, ist richtig. Okay. Wie viele Trainer kommen hier noch ungefähr? Ich möchte übrigens immer noch einen Leuchtstein haben. Das ist ein Stadiowel, das ist kein Leuchtstein.
Aranestro, so langsam nervst du mich. Ich guck gleich mal, ob ich noch einen Top-Schutz hab. Weil so langsam nerven die ganzen wilden Pokémon hier. Pokémon. Und wir haben alle Steine mindestens einmal gefunden, aber kein Leuchtstein. Das ist echt bitter. Habe ich überhaupt Topschutz dabei? Ich glaube, ich habe gar keinen Topschutz. Nein. Ich habe einen Schutz dabei. Toll. Ah. Ich gucke jetzt nochmal durch. Aber ich glaube, ich habe gar keinen Schutz. Also Topschutz. Ich habe nicht mal mehr Superschutz. Ich habe mir damals mal Superstütze geholt. Na toll. Na toll, na toll. Okay, dann nicht. Ah. Die Blondinen. Natürlich, natürlich. Wir kommen nicht mal durch ein Gras ohne... Oh, Krabi. Lustig wäre ja, wenn wir jetzt dann immer noch auf Machomai liegen würden. Und unseren Ball schmeißen würden. Das wäre lustig. Leute, die Hoffnung schwindet. Erwartet bitte kein Roserade mehr in dieser Challenge. Oh, ein Visasam. Wir hätten ein Visasam haben können. Wie schön. Ein Visasam ist cool. So. Oh, ich will ja gerade absteigen. Plapterix, hau ab. Sag euch, da oben wartet wieder ein Trainer auf uns. Ja, sag ich doch. Solange es im Namen der Forschung ist, bin ich immer und überall zum Kampf bereit. So wie Professor Birk, mein großes Vorbild. Wie kommt der Professor Birk? Warum Professor Birk? Was ist denn mit ihm los? Forscher Jason, mit welchen Pokémon wirst du uns beehren? Waschkabil und Krabums. Ah, warum muss es Waschkabil sein? Ich riskiere jetzt mal was. Wenn ich wirklich was riskiert hätte, hätte ich jetzt Erdbeben gemacht. Oh oh. Oh oh. Rip Kirito? Oh nein. Das sehe ich gerade gar nicht gern. Ich heile mal ganz kurz. Ich bin ehrlich, Waschkabil macht mir gerade ein bisschen Angst. Vor allem zweimal. Oh, ey, zweimal die Flinklau hintereinander. Das ist ja richtig nice. Das heißt, wir müssen uns vor Krabums schon mal nicht mehr fürchten. Aber vor Waschkabil, ja, schon. Rückenwind, okay. Kannst du von mir aus machen? Ist mir egal.
Drachenpuls. Drachenpuls in your face. Scheiße. Sollen wir es riskieren? Wir riskieren hier heute ziemlich viel, Leute. Heute riskieren wir wirklich viel. Kirito, komm. Enttäusch uns nicht. Sei mal im Klaue, aua. Und. Bam. Riskiert. Und trotzdem gesiegt. Und an bestimmten Orten Forschung zu betreiben, braucht man einfach die Hilfe der Pokémon. Am bestimmten. Warum ist seine Brille jetzt kaputt? Hat der Drachenstoß auch seine Brille getroffen? Ja. Scheinbar schon. Super gemacht, Kirito. Gute Arbeit. Muss ja nicht immer nur Asuna der, Stärkere sein von euch beiden. Hi. Ich wollte mich an sie vorbeischleichen. Ich gehe mit Entschlossenheit in diesen Kampf. In diesem Sinne, los geht's. Wann sind wir durch diesen Canyon durch, ey? Ich kann das nicht mehr. Punkerin Natsuki. Magnezone und Durengard. Finde ich nicht so geil. Muss ich ehrlich sagen. Mm-mm, sehe ich nicht. Königsschild. Scheiße. Was war das denn? Nein, Königsschild hat einfach mal unsere... Oh. Wir versuchen das jetzt einfach nochmal. In einer gerechten Welt wäre das nicht passiert. Es reicht nicht mal. Nein. Wenn er jetzt wieder Königsschild macht. Weißt du was, wir machen jetzt einfach Kraftschub. Oh oh. Nein. Ich hasse diesen scheiß Canyon. Ja, das war Kirito, Leute. Das ist scheiße. Ich wusste, dass wir den nicht durchbringen. Ich wusste es. Achso, ich muss jetzt ein weibliches Pokémon wählen. Wer wäre denn hier geeigneter als Chibi-User? Ich weiß es tatsächlich überhaupt nicht gerade. Habe Schiss. Alter, wie kommen wir denn hier durch? Magnezone. Oh. Alter, was macht der denn so viel Damage, Mann? Oh, nervt er mich. Dreckiges Mistvieh, ehrlich.
Das läuft ja hier alles andere als gut, würde ich einfach mal so behaupten. Ich mache mal eine Grasflöte, damit er uns hier wenigstens die nächsten paar Runden hier auf den Sack geht. Ich kann halt mit Asuna auch überhaupt nichts machen. Ja, das war ja wohl überhaupt nichts. Matschbombe können wir nicht machen. Okay, Magnezone schläft noch ein bisschen. Und tschüss, Magnezone, du Drecksvieh. Ich hasse dich. Ich habe zwar verloren, aber wenigstens habe ich dabei nur so vor Entschlossenheit gestrotzt. Gott. Asuna, du machst erstmal eine kleine Pause. Ja, wir gehen mal rüber auf Izumi und Shibuya. Ich weiß, ihr wollt Walter sehen, aber... Ja, ich mache jetzt trotzdem weiter. Weiter, Walter. Da ist noch einer. Lass uns eine Partie... Ach, die da unten müssen wir auch noch besiegen, ne? Die kommen auch noch. Da kommen auf jeden Fall noch zwei Veteranen. Dann aber natürlich wieder mit neuem Team. Also, die werde ich... Punker Jewels. Ach, warum muss es denn so ein Slimog sein? Hätte es nicht das... Kanto... Slimog sein können... Es ist doch... Nein. Einfach nein. Ah, das hätte mich gefährlich werden können für Shibuya. Das hätte ja auch mal klappen können. Cleopatra. So, ein schöner Donnerblitz. Und hier kriegen wir erstmal eine Matschbombe. Reicht es? Es reicht natürlich nicht. Oh, und das macht mehr Schaden, als ich will. Du Drecksvieh. Hau ab. Verschwinde hier. Lass meine Dame in Ruhe. Die hat dir nichts getan. Eure Angriffe hatten es aber in sich. Ihr habt mich echt schwer beeindruckt. Danke. So. Okay, da unten warten noch die Veteranen. Ich will die Veteranen aber heute noch nicht machen. Komm schon, Leuchtstein. Immerhin wieder der Anfangsbuchstabe, ne? Der Anfangsbuchstabe stimmt wieder. Oh nein, was ist das denn jetzt hier? Okay. Ich werde siegen. Mehr habe ich nichts zu sagen. Okay. Versuch's nur.
Schwarzgurt Yosuke fordert dich heraus. Ich habe übrigens den leisen Verdacht. Alter, der hat sogar sein Typ behalten. Bam, 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 bam. Ich habe ein bisschen mehr Angst vor Karadonis, muss ich leider gestehen. Weshalb ich Karadonis als erstes rausnehme. So haben wir in diesem Kampf auch nur einen Angreifer. Izumi erreicht Level 51. Es ist ja schon irgendwie... Okay, jetzt macht er mir doch ein bisschen Sorgen hier. Jetzt möchte ich ihn vielleicht auch hier ganz schnell entfernen. Ist übrigens ja schon sehr bezeichnend, dass ein Drachen-Pokémon auf der Drachenroute stirbt. Ich habe verloren. Mehr habe ich nicht zu sagen. Außer vielleicht, dass ihr ausgezeichnete Kämpfer seid. Dankeschön. Du bist aber auch gar nicht von schlechten Eltern. Wenn du zum Zug gekommen wärst, hätten wir wahrscheinlich ordentlich Probleme mit dir gehabt. Aber das ist ja glücklicherweise nicht passiert. Leute, ich weigere mich übrigens heute, die beiden zu machen. Die drei. Ach, es sind auch noch drei. Weißt du was? Wir öffnen jetzt erstmal den Weg hier. Und dann können wir mal eben ins Pokémon Center. Und schon mal gucken, was wir... Dann verabschieden wir auf jeden Fall in dieser Folge noch Kirito. Und dann würden wir uns beim nächsten Mal einfach hier an der Stelle wieder treffen. Dann vor den drei Trainern. Und dann werden wir beim nächsten Mal tatsächlich auch die Prüfung machen müssen. Will ich das? Weiß ich nicht. Wenn ich wüsste, was da kommt. Weißt du, wenn ich wüsste... Aha, da kommt jetzt mega... Dornupto. Weiß ich nicht, wie ich jetzt auf Dornupto komme, aber ist auch egal. So. Und rüber mit uns. Den letzten Gang für Kirito. Ach man, ich hätte gerne einen Trikefalo gehabt. Ich hätte so gerne einen Trikefalo gehabt. Aber es ist auch ziemlich schwer, glaube ich, in einer Nuzlocke am Ende einen Trikefalo zu kriegen. Es sei denn, man hat dieses Pokémon nicht von Anfang an im Team. Übrigens noch so ein Grund, warum ich keine Wedlock mehr machen möchte. Ist halt... Erstmal, weil du ja viele Pokémon nicht nutzen darfst, aber... Du kannst halt auch nicht hin und her switchen. Ne? Also du kannst jetzt nicht sagen, yo, ich nehme jetzt zum Beispiel Kirito raus und setze Johnny ein. Also, wenn Kirito noch am Leben wäre. Ja, Kirito... Ja, lange warst du nicht im Team. Ich glaube nur von der Aether Foundation, als wir Pumpkin verloren haben. Ich weiß gerade nicht mehr, wie Pumpkin hieß. Müsste ich jetzt im Tool nachgucken. Warte, wir gucken einfach im Tool nach. Guck mal hier. Nuzlocke Pool. Alter, wie viele Tode, Alter. Da steht oben, steht die Zahl, glaube ich, auch hier. Hier steht jetzt hier nicht, aber so viele Tode. Kirito. Saitama war es, genau. Du hast Saitama damals ersetzt im Team und ich war wirklich froh, dich ins Team aufgenommen zu haben. Du bist ja gemeinsam mit Nobara ins Team gekommen. Nobara ist ja für Suki ins Team gekommen. Suki ist ja in dem Fall für Leafa ins Team gekommen und das war wirklich ein Pärchen. Hier, die beiden, die waren ja wirklich ein Pärchen. Aber es geht ja jetzt um dich, Kirito. Wir müssen uns leider von dir verabschieden. Du hast den Canyon gut bestritten. Die Kämpfe, die du bestreiten durftest. Ich hatte mal ein bisschen Angst, dich einzusetzen, weil deine Werte an sich sind auch nicht unbedingt die besten, muss man leider sagen, für Drachen-Pokémon. Du hast nicht mal das Level erreicht, wo du dich eigentlich entwickelt hättest zu Duodino. Das ist sehr, sehr schade. Ja, mach's gut, Kleiner. Mach's gut. Ja, das heißt, Asuna ist wieder allein. Alone.
Ich hoffe nicht Forever Alone. Nein, natürlich nicht, weil wir werden uns natürlich bemühen, wieder ein neues Pokémon ins Team aufzunehmen. Oder ich werde wieder ein neues Pokémon ins Team aufnehmen. Wir haben genug Auswahl. Ich würde tatsächlich vielleicht Iruma jetzt mitnehmen. Ich hätte Bock auf Kaijutsu. Anja können wir nicht mitnehmen, ist ein weibliches Pokémon. Anja wird bestimmt irgendwann auch reinkommen. Sollten wir... Vegeta könnten wir mitnehmen. Ich bin aber leider von Vegeta nicht so überzeugt. Tut mir leid, die Werte sind jetzt... Karadonis wäre besser gewesen. Johnny wäre eine Möglichkeit. Das wäre natürlich auch passend für den Starterplatz, eigentlich auch ein Starter-Pokémon vorne zu nehmen. Oder Shinra vielleicht. Shinra wäre auch eine Möglichkeit. Also ich würde vielleicht gerne mal einen Starter mitnehmen. Wir hatten noch nie einen Starter wirklich dabei. Und es ist ein... Es ist kein Drachen-Pokémon, aber es ist... Am Ende wird es ja zu einem Drachen. Weshalb ich es in Erwägung ziehe. Zorro wäre auch... Zorro geht nicht. Zorro ist weiblich. Okay. Flapterix darf seinen Namen behalten und wir suchen irgendwann einen neuen Namen für Zorro. Also für Duokles. Warum ist mir das nicht aufgefallen, Leute? Warum habt ihr denn nichts in die Kommentare geschrieben? Ja, wer kennt's nicht, ne? Zorro ist weiblich. Alter, der wäre aber mit den Werten auch total geil. Aber ich hab... Ja, ich weiß es noch nicht. Ich muss mir da noch Gedanken machen, wen ich da jetzt wirklich mitnehme. Eins ist klar, Elizabeth wird's nicht. Leute, ich würde sagen, für heute erstmal wieder... Das sieht jetzt total doof da unten aus gerade. Für heute war es das erstmal wieder. Ich bedanke mich an dieser Stelle wieder fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert auch gerne den Kanal. Beim nächsten Mal geht es dann tatsächlich in die vorletzte Prüfung. Aber vorher kommen noch drei Trainerkämpfe und die haben es, denke ich, in sich. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.